Hallo. Hallo da drüben. Uji. Ich habe den weiten Weg aus Höhen auf mich genommen, aber wofür? Hier gibt es weit und breit nichts. Du kommst aus der Höhenregion, schön. Und beinahe ein zweiter Name aus meiner Geschichte. Sie hier gerade? Ja. Okay. Jetzt hat noch breitbeiniger da. Shima. Ich wäre bestimmt von Vorteil, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen. Bin ich ja schon dabei, Mensch! Wenn die aber halt ein bisschen mehr tun würden, so Sachen reden. Nächste Lied. Achso. Juline? Wenn du hier im Dorf bleiben willst, solltest du das Gespräch mit den Bewohnern nicht scheuen. Ja, doch. Hallo? Freya, was? Echt? Wie gut ist das denn? Aber bist du wohl etwas gibt, wovor Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps, Angst hat, du? Elvia? Du bist in diesem Aufzug draußen herumgelaufen, das ist gefährlich. Bleib lieber hier im Dorf. Ja, ich komm schon klar. Mach dir keine Sorgen. Nur noch drei. Dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir raus. Mal gucken. Hier ist niemand. Doch. Ja? Yoshimi. Kann ich dir behilflich sein? Bei Problemen solltest du den Hauptsitz aufsuchen. Ogade. Willst du etwa auch zum Sicherheitstrupp dazustoßen? Ja, hab ich vor. Die sagen irgendwie einfach zu wenig. Einfach ein Satz, ne? Nur meistens. Es lohnt sich eigentlich fast nie da reinzugehen. Die sagen viel zu wenig. Fuck die. Gib alles, um mich hier als Mitglied des Sicherheitstrupps nützlich zu machen. Ja. Kajore, ja, genau. Ja, das wäre auch witzig. Auch sehr interessant. Da hinten waren wir aber noch nicht. Hier sind Holzplatten. Hier werden bestimmt neue Häuser gebaut, so wie es aussieht. Ups. Hoppla. Weide. Agnes, was das denn für ein unpassender Name. Ob es wohl jemand schafft, so viele Pokémon zu fangen, dass nicht alle auf... Dass nicht alle auf die Weide passen? Wenn... Okay. Hat die Brücke einen Namen? Schade. Die beiden Kiddies hier noch? Chio. Chio, Chio, Chio-Chips. Wieso ist riesengroß? Außerdem wimmelt es hier von gefährlichen Pokémon. Und trotzdem bist du hergekommen? Ja. Arik. Mein Bruder übernimmt zu Hause das Familiengeschäft, deswegen kann ich mein Glück hier in Hisui versuchen. Ach so, ja, das ist ja gut. Was haben wir denn hier? Das ist ein Pachirisu. Und ein Ponita. Voll hell irgendwie. Betreten? Das Fotoatelier hat noch nicht geöffnet. Ein Fotoatelier. Higui! Ja, also hier waren wir auch noch nicht, ne? Also, geh mal. Jumugi? Bei Pokémon kriege ich das größte Zittern. Ich traue mich kaum, Pferden sammeln zu gehen. So interessant. Na dann, jetzt aber. Hier bin ich. Wer bist du denn? Weiblich? Männlich? Ich kann's gerade nicht... Oh, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Wollo, Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein.
Das wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, und du hast doch ein Pokémon bei dir. Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnlichen Dingen auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Oh, gerne! Du gefällst mir immer besser. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du eine Prüfung ablegen musst. Dann ist ein Kampf doch genau das Richtige, um dich darauf einzustimmen. Denk daran, wenn die KP deines Pokémon auf Null fahren, hast du verloren. Also dann los geht's. Oh, ein kleiner Pokekampf! Wollo von der Ginkgo-Gilde fordert dich heraus. Ja dann, jo, jetzt bin ich gespannt, ne? Unser erster Kampf, oh, Togepi! Los, Ataro! Du bist dran! Kampf beginnen! Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wie es angekommen läuft, tut Kampf, Tackle. Okay, klassischer Kampf im Moment. Aber wir können hier rumlaufen und das ist voll cool. Okay, ich kann einfach auch hier hingehen. Das ist voll geil. Das ist einfach mal ein komplett neues Kampf. Overlay und so. Es ist auch endlich mal wirklich in der Umgebung. Das ist halt... Das ist voll geil. So muss das. So ist Pokémon. Endlich mal so richtig im Anime quasi. Ja, das ist halt super geil. Togepi besiegt. Nice. Pokémon-Attacken, Items, nutz sie weise. Nichts kann dich aufhalten. Erfahrungspunkte, Level up. Neue Attacke. Oh, cool. Hä? Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden noch stärker. Bei Levelaufstieg erhöht sich manchmal die Anzahl der Attacken, die ein Pokémon einsetzen kann. Wenn du die Attacken ändern möchtest, die deinem Pokémon im Kampf zur Verfügung stehen, musst du die Tasche öffnen, ein Pokémon wählen und anschließend die Option Attacken verwalten auswählen. Was? Leider gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn doch nur jeder wüsste, wie man Pokébälle benutzt. Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Oh, voll lieb von dir, dankeschön. Attacken verwalten? Nimm diese Tränke als Zeichen meines Dankes, mein himmlischer Freund. 5 Tränke. Dankeschön. Oh, wie die hier aussehen. Hilft bei Wunden, füllt KP um 60 auf. Wow. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. Die Ginkgo-Gilde. So interessant. Oh, wie cool. Ich feiere diesen Stil einfach so sehr. Ja, ich auch. Ich auch. Es ist so cool. Auch dieses Konzept, auch dieser Kampf, endlich mal wirklich in einem freien Raum, nicht auf einem Kampffeld, der halt triggert und dann, ja, hast du einen Kampf-Overlay, dies, das, dann. Echtzeit. Echtes, oh, geil. Weste, ja, das ist genau das, wonach es klingt. Mit den Attacken, ne? Ja, Attacken verwalten. Du hast wahrscheinlich deine 4 Basis und wenn sie noch mehr lernen, kannst du die umtauschen. So hört sich's gerade an. Und das ist ja mal mega geil. Das wäre zum, also wow. Das wäre geil. Das ist ja mal sehr interessant. Das ist ja mal mega interessant. Kommt auch dem Anime gleich, weil im Anime auch die Attacken... sehr oft Pokémon mehr als 4 Attacken können. Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Manchmal gab es halt wirklich so, die können mehr als 4. Aber meistens können sie im Anime auch 4. Aber es gab halt echt auch schon öfters Folgen oder Staffeln, wie auch immer, wo du gemerkt hast, okay, die können auch mehr als 4 Attacken. Voll interessant. Das ist ja mega interessant hier alles. Gott, ist ja schon wieder ein Monat rum. Ja, ist ein Monat rum. Natsuki, hallöchen. Schön, dich zu lesen. Ja, war ja auch jetzt ein Monat weg, ne? Jetzt ist ein Monat rum und hier bin ich wieder. Toll, du kannst nicht nur Pokémon fangen, sondern auch mit ihnen kämpfen. Dann mal auf zum Obsidian-Grasland. Sie ist hübsch. Sie ist eine Vorfahre Lucia auf jeden Fall, aber ich finde sie fast hübscher als Lucia selbst so. Sie ist echt knuffig. Wenn du Jubeldorf verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen. Sag auch bitte Darius den Wachposten, wohin du gehst. So kann dich jemand retten kommen, solltest du durch einen Pokémon-Angriff ohnmächtig werden. Okay. Deine Prüfung beginnt, sobald du durch das Haupttor geschritten bist. Cool, dann auf! Ich kann's kaum erwarten!
Du bist Gecko, nicht wahr? Ich weiß schon Bescheid. Deine Aufnahmeprüfung findet außerhalb des Dorfes statt. Pass bitte gut auf dich auf. Aha. Okay. Missionsliste, ja. Mhm. Die Aufnahmeprüfung. Abgeschlossen. Ah, okay, okay. Celestis, ja. Um der Galaktik-Expedition beitreten zu können, sollst du eine Prüfung ablegen und im Obsidian-Grasland die drei Pokémon Bidiza, Staralili und Shinox fangen. Ziel, begib dich zum Haupttor des Dorfes. Okay, und brich ins Obsidian-Grasland auf. Okay. Das Aussehen von Lucia hat starke Gene. Schon, ja. Eine Mission. Okay, cool. Aha. Ja, ja. Lumia. Schon hübsch. Und ich will jetzt auch so ein Outfit. Wir müssen unbedingt... Let's go jetzt hier. Du bist Gecko, nicht wahr? Ich war schon Bescheid. Moment, was? Bin ich blöd jetzt? Oh mein Gott. Der Cursor, weil er da weg war gerade. Was ist das denn? Ja. Deswegen. Okay. Dann mal auf. Aha, eine kleine Basis. Wir befinden uns hier im Basislager. Das ist der letzte von uns gesicherte Ort, bevor die wilde Natur beginnt. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon drei verschiedene Arten zu fangen. Wie die Staralili und Shinox. Nun dann legen wir los. Ist halt Monster Hunter irgendwie. Was machen Sie denn hier, Professor? Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert und sie hat deutlich gemacht, dass ich die volle Verantwortung trage, sollte etwas passieren. Kommandantin Celestis ist wirklich unerbittlich. Aber wie genau sollen Sie denn bitte helfen? Ach, es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendetwas zu tun. Gecko hat alles im Griff, da bin ich sicher. Aha, das heißt also, ich trag die große Verantwortung. Hm. Aber Gecko wird das schaffen. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Unbedingt. Na dann. Sprich mit mir, wenn du Pokémon wechseln oder Items kaufen willst. Hm. Aha, an Herstellen, Zelt, Ausruhen, Lagerkiste. Ja, ja, ja. Solltest du vom Pokémon angegriffen werden, dann begib dich schnell an einen sicheren Ort. Ja, dann jetzt aber ab dafür, oder? Schön einfach. Okay. Das ist der Ambitionshügel. Hier leben die Pokémon, die du für deine Prüfung fangen musst. Okay. Obsidian-Grasland. Schau, da ist ja schon Mediza. Versuch doch gleich mal, es zu fangen. Unbedingt. Das Wichtigste beim Fangen ist, dass du gut zielst. Vielleicht weißt du das alles schon, aber lass mich dir trotzdem erklären, was ich gelernt habe. Das Zielen anvisieren, ja. Du kannst wildes Pokémon in deiner Nähe anvisieren, indem du diese gedrückt hältst. Mit dieser Technik verlierst du es nicht so leicht aus den Augen und kannst besser mit Pokémon ziehen und Angriffen ausweichen. Okay. Bidiza hat eine friedliche Veranlagung. Es ist also unwahrscheinlich, dass es vor Menschen flieht. Okay, verstehe. Ja, ab dafür! Mhm. Ich finde hier so an sich Farben, Himmel, das finde ich mega schön. Licht und so. Das ist sehr, sehr schön in dem Spiel. Ansonsten, das sieht gut aus. Insgesamt. Ja, Draw-Distanz. Wenn du jetzt mal so technisch willst, Draw-Distanz nicht so hoch, aber es ist schön. Es ist voll okay. Ich mag, guck mal, wie hier die Sonne bricht und so. Ich find's schick. Das geht schon voll klar. Weiß nicht. Hey, ach ja. Was, dass du noch Mediza fangen musst, ja? Aha. Ah, mhm. Fock. Wir hatten gerade eine Stimme, ne? Tada! Gefangen. Hm. Du hast einen Bidiza gefangen. Gut, lass uns jetzt nach den anderen Pokémon suchen. Du weißt, dass du hier ein Spiel spielst und nicht im Museum bist? Ja. Mann, du, ich will nur umsehen und so. So eine Kacke hier. Da vorne ist Staralili.
Ja, ich darf nicht weg. Halt, Klappe. Ah, okay. Ja, Dachalili sind sehr ängstlich. Sie ergreifen sofort die Flucht. Ja, toll einfach. Ich finde die Animationen von den Pokebällen lustiger. Von den Pokebällen. Die gefallen mir auch. Die sind ganz witzig. In diesem Fall hilft es, sich zu ducken. So kannst du dich unbemerkt anschleichen. Aha. Verstehe. Drück den B-Knopf, um dich zu ducken. Wenn du ihn erneut drückst, richtest du dich wieder auf. Wenn du dich geduckt durchs hohe Gras bewegst, bist du für wilde Pokémon schwerer zu entdecken. Gut. Dann wollen wir uns mal ducken. Warum bist du jetzt da hinten? Soll ich... Warum bist du denn... Okay. Das geht doch bestimmt von hier aus, oder? Mist. Nein! Bleib da! Mist! Das Leuchtsignal, wenn das Pokémon gefangen wurde, ist der Hammer. Ja, finde ich auch. Voll cool, die Idee einfach. War witzig. Pock, habe ich dich. Bah, du solltest doch einen Stachelili fangen. Nee, was du nicht sagst. Ich bin ja dabei. Okay, wow. Ich schalte gleich Bewegungssteuerung an, ganz ehrlich. Puff. Gefangen. Jetzt ist es gelungen, auch einen Stachelili zu fangen. Jetzt fehlt dir nur noch ein Pokémon. Ja. Ein Shinux nämlich. Warte mal. Aha. Mhm. Verschiedene Bereiche, okay. Er ist ja schon groß, aber... Nee. So nämlich. Gyrosensor. Ja, easy. Oh ja. Oh ja. Okay, aber doch zu groß. Nein, scheiße. Was soll denn? Mann! Doch ein bisschen zu schnell, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Dann so. Mhm, ja, das ist sehr gut. Perfekt. Ach ja, es gibt noch etwas, das ich dir erklären muss. Juni! Und zwar, wie du ein Pokéball wirst, in dem sich ein Partner-Pokémon befindet. Moment! Wo ist denn der Alert jetzt? Ah, da ist er ja! Supergeil! Juni erspäht ein wildes Aura-Gecko. Wirft einen Pokéball. Leider hat Juni es versehentlich damit erschlagen. Aura-Gehai, Aura-Schlaf. Was soll das jetzt? Aber Dankeschön. Juni, schön, dich zu sehen. Danke für 13 Monate. Hey, wunderschönen guten Abend. Mann, ey. Warum schlägst du mich jetzt? Die Facecam eigentlich, warum ist die irgendwie... Ich hab den Eindruck, dass sie manchmal... Nee, ne? Irgendwie wackelt, keine Ahnung, nicht so flüssig läuft. Ja. Mein Juni, ey. Ey, du willst auch erregen. Danke für den Clip. Dankeschön. Okay, pass auf. Genau, ja? Kommandant, ins Letzte hat mir das beigebracht. Wenn du ein Item geworfen hast und danach einen Ball mit einem Pokémon darin werfen willst, drück den X-Knopf. Yes. Wenn du einen Ball mit einem Pokémon darin geworfen hast und danach ein Item werfen willst, drück auch den X-Knopf. Die Kommandantin nennt das den X-Wechsel. Okay. Beeren. Versuch mal, einen Ball mit einem Pokémon darin auf einen Baum oder Stein zu werfen. Auf die Weise kann dein Pokémon Beeren und Ähnliches für dich einsammeln. Dann lass uns mal sehen, was dein Partner so zu bieten hat. Deine letzte Aufgabe ist es, ein Shinix zu fangen. Yeah. Die ist schon sehr ordentlich. Sinibären. Die Bewegungssteuerung. Und, es bekommt davon Erfahrung. Und so können wir es switchen. Okay, cool. Und jetzt haben wir... Ja, okay, wir brauchen die jetzt dann gleich, ne? Zum Anlocken und so. Da ist ein Shinox. Warte denn?
Oh, sie ist so süß. Ist dir aufgefallen, dass Shinnok eine aggressive Veranlagung haben? Nein. Schon in Ordnung, wenn du ein Pokémon genau beobachtest, es also regelrecht anvisierst, fällt dir sowas auf. Aggressive Pokémon schlagen Pokébälle weg, wenn sie aufgeregt sind. Halte die ZL-Taste gedrückt, um ein Pokémon anzuvisieren und zu erfahren, wie schwierig es sein wird, dieses zu fangen. Je mehr Pferde angezeigt werden, desto eher wird dein Fangversuch gelingen. Ach, je mehr so rum. Mhm. Ein X-Symbol bedeutet, dass das Pokémon Menschen gegenüber feindselig eingestellt ist. Feindselige Pokémon lassen sich nur während eines Kampfes fangen. Ah. Aber keine Sorge, ich verrate dir einen... Keine Sorge. Ich verrate dir einen nützlichen Trick. Du musst gegen es kämpfen. Wirfst du dann mitten im Kampf einen Pokéball, kannst du es fangen. Ich hatte dir doch vorhin erklärt, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Pokémon befindet. Wirf einen dieser Pokéball in die Nähe des Pokémon, das du fangen möchtest. Da du bereits im Kampf geübt bist, bin ich sicher, dass du das schaffst. Um einen Kampf gegen ein wildes Pokémon zu beginnen, musst du einen Ball auf es werfen, in dem sich eines deiner Pokémon befindet. Wenn gerade ein Item zu werfen ausgewählt ist, kannst du den X-Kopf drücken, um zu deinem Pokémon zu wechseln. Sehr schön. Gut. Dieses Auge da oben einfach. Let's go! Los, Bidiza! Aua! What the fuck? Einfach im Felsen verschwunden. Walzer! Wie geil ist das denn? Na, was ist das denn? Okay, das ist super, Blummerchen. Dieses Bidiza im Felsen gerade. Wie gut. Dankeschön. Super geil. Passend, ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Es ist so gut. Es ist so gut. Warte. Nein. Aua. Komm zurück. Staralili, los. Ja. Ja. Pock. Schuss ging nach hinten los. Danke für den Clip. Einfach mit Level 3 schon 64 KP. Habe ich gar nicht drauf. Stimmt, wir haben mehr KP, ja. Habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, so richtig. Aber es ist ja eh alles. Sehr ja eh ein bisschen alles anders gebalanced hier. Ich werde von Twitch animiert, bei Amazon zu bestellen. Na gut, ergibt ja Sinn irgendwie, weil. Gehört zusammen. Du hast dich furchtlos dem Pokémon genähert und sie alle mit Bravour eingefangen. Meister können also doch vom Himmel fallen. Ah, ja. Nun. Mit deiner Hilfe könnte es dem Forschungstrupp tatsächlich gelingen, wie beauftragt, den Pokédex zu vervollständigen. Ich wüsste nur zu gerne, wieso du vom Himmel gefallen bist. Doch lass uns erstmal nach Jubelstadt. Ich will immer Jubelstadt sagen. Jubeldorf zurückkehren. Hätte von dir kommen können. Ja, schon so. Wonderful. Natürlich hatte ich schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Gratulation, Gecko. Das war der erste Schritt zu deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft noch ein Erinnerungsfoto. Tschüss. Schön, schön. Bei einem Talent wie dem von Gecko war nichts anderes zu erwarten. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celestes Bericht erstatten. Jawohl. Schön. Ach so, ist doch herrlich. War doch ein schöner, interessanter Ausflug. Du hast bald die Möglichkeit, deine gefangenen Pokémon auf der Weide im Dorf behüten zu lassen. Ah! Wenn du unterwegs bist, kannst du bis zu 6 Pokémon bei dir haben. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal verbracht hat. Niemanden. Interessant. Interessant. Ein Rex! Hallo! Weißt du, es ist mein 2-Jahres-Jubiläum und du streamst dann, wenn ich arbeiten muss. Ja, so sorry. Was kann ich denn dafür? Aber vielen lieben Dank, Rex, für 24 Monate. Und Prime! Und für dein Prime-Sub, Rex.
Vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke für diese lange Treue. Und für 2 Jahre. Zweijähriges. Dankeschön, Rex. So. Genau. Kommandantin Celestis erwartet unseren Bericht. Auf zum Hauptsitz! Kommandantin Celestis wird sicher zufrieden sein. Ich hoffe doch. Macht mir ein bisschen Angst.